So, ich bin dabei. Damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Together Magicka. Ja. Der gute Gate ist jetzt einfach so, Ja, ich muss mich um meine Rüben kümmern. Ja, unser kleiner Gärtner ins Spiel. Was? Der wollte hier unbedingt raus. Was mir gerade auffällt. Ja. Ich habe eingezählt, aber du hast nicht eingezählt. Das ist schlecht, weil ich habe ja meine Stimme nicht auf deinen. Ah, ist egal. Das wird schön mit dem Synchronisieren, Leute. Ich freue mich drauf. Ich hasse mein Leben. Ist egal. Ist egal. Gut, dass du es für ihn sagst. Ja, ne? Er hasst dein Leben auch. Ja. Ich hasse Fraps. Scheißprogramm. So, und ich bin immer noch unterhealed. Ich hasse alles. Sehr gut, ich kann keine Lebensenergie mehr kriegen, Leute. Das wird ein spaßiges Spiel. Dann ist das vielleicht der Stab oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Stab. Das ist ein Bug, weil ich raustappen musste. Soll ich dich kurz töten oder töte dich mal selber? Ja, das ist eine gute Idee. Ich will euch aber mitnehmen. Ich kann mich nicht mal treffen mit dem Ding. Geht doch. Vielen Dank, Gate. Aber wieder kommt er nicht zurück. Und ich hab... Was ist denn das? Ah, jetzt kriege ich aber wenigstens Lebensenergie. Das ist schön. Ja, okay. Aber du warst wieder ja, in unserem Ja, ich weiß. Bereich. Aus irgendeinem Grunde. Keine Ahnung. Mich mag dieser das Stab Leben. Nicht. Weil du ihn mir geklaut hast nebenbei, ne, Gate? Was für eine schöne Szene, voll unnötig. Gate hat ihn mir geklaut. Ich hoffe, ihr habt übrigens die Uhr an. Total. Ja, jetzt hab ich sie auch an. Gut. Haben wir mal ein paar Minuten länger. Noch mehr Rüben. Warte, das sind gibt Pilze. Mir 60G. Das sind Pilze. Was? 60G? Du wieder. Ja, Harvest Moon. Ja. Oh Gott, die Tür ist verschlossen. Ja, wie wär's mit dem Stein Denken drauf? Wir haben noch kein Elch in diesem. Ja, das verwundert mich auch, weil ich schätze mal, es hätten ein paar schon sein müssen. Wir haben wahrscheinlich wieder einiges verpasst. Aber was soll's. Aber was soll's. Sind das die hier leben? Alter, das war genial. Ah nein, ah nein, ah nein, ah nein. Oh, das ist einer der. Der mag es mit Eis. Hä? Achso, jetzt treffe ich ihn. Und ja. Er hat mich vorher getötet, die Sau. Und ich bin wiederbelebt worden, das ist cool. Ja, du lebst. Hast du gut gemacht? Aber da kann man ja einfach. Was? Das ist so seltsam. Ja, es ist extrem strange. Aber, na ja, gut. Abfuck, ey. We manage irgendwie. Was ist hier los? Oh, Leute. Ich nichts tun kann. So. Alter. QRSDR, bam. Jetzt kommt meine Untotenarmee. Warte hier. Ja, töte meine Untoten, Gate. Machst du gut. Der Fisch kommt jetzt. Nein, ich wollte dich heilen und mich, aber mich hat's nicht geheilt irgendwie. Dann schlag ich halt wieder die Gegner. Ja, danke. Ihr habt so drauf. So. Das ist so geil. Ja, jetzt können wir meine Untotenarmee töten, weil jetzt sind nur noch Untote da. Meine ich. Oh oh. Hau ich halt die Leute hier nicht mehr durch. Ja, wir müssen auch hier durchblicken. So. Es wird völlig überbewertet. Alles gut. Gott, wie viel die Untoten einfach mal aushalten. Ja. Oh, hier ist ein Untoter. Entschuldigung. Vor allem, da ist ein Zauberer. Ah, der hat ihn beschworen. Ah, ich werd ihn... Oh, Mensch! Hau den Zauberer weg. Ah, komm her. Vielleicht tot. Ich hol noch mal ein paar Untote für uns. Ich kann mich nicht bewegen, danke schön. Ich kann mich auch nicht bewegen. ASA, Mensch. Machen, der Zauberer ist tot. ASA. Kegel. Lerne den Zauber. ASA. Ja, das geht bei mir nicht. Ich raste aus hier. Wie Kegel immer am Ragen ist. Oh, scheiße. Nee, er hat noch meine erste Tastatur. Weißt du, in der ersten Klasse, da gibt es noch nicht so viele Tasten. Oh, wir haben uns so gern, Leute. Das ist so super. Achtung, da kommt wieder einer. Ah, oh, nein. Okay, warte. Immer die Schwammscher zuerst aus dem Weg räumen hier, die dreckigen kleinen Schwammscher. Hab ihn. So. Warum heile ich ihn? Bam, 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 bam. Ich heile dich zum Tod. Und platt. Ah, mein Schwert. Ich hab keins. Seltsamer Akt, finde ich. Warum sind hier so untot? Warum geht hier keiner hin und räumt auf? Warum räumt keiner die scheiß Untoten auf? Ne? Ist schon richtig. Ja. Hier scheinbar war hier mal so richtig ein kleines Dörfchen rein und so. Ich will wissen, was hier passiert ist. Ich will die Lore wissen. Geht weg!
Ich kümmere mich mal um den Untoten hier oben. Ihr fackelt den Baum ab, ne? Na, lass mich! Macht ihr gut. Er wollte mich. Ich finde das Spiel trotzdem geil. Ah, hier könnte was sein. Ja, es tut mir leid. Jo. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Das war richtig knapp. Eine Abkürzung nur. Ihr könnt auch... Ja. Ihr könnt auch ein Elch sein. Wir müssen mal wieder ein Elch finden. Ja, ich finde auch. Gut zugehört. Hilfe! Oh oh. Ja, sie haben mich zum Platzen gebracht. Wer hat mich hier in Eis verwandelt? Entschuldigung, ich wollte die zum Eis. Alter, ich komme mal nicht raus! Beleb uns! Es regnet! Beleb mich und ihn! Los, schnell! Ach so, es regnet. Es regnet! Du hast einen Stab! Aber die ist nur passiv, dumm. Das ist passiv. Renn, renn, Gate! Rette dich! Gate, rette dich! Ja! Jetzt haben wir garantiert was verpasst. Oh. Ja, nach oben musste man bestimmt gehen. Aber wir haben bestimmt Sumpf verpasst. Hallo. Okay. Hi. Und ich hab nichts mehr. Lebertel Endodas Bifka. Erna Restappa. Wegen seid ihr nicht nass? Ja, jetzt. Wir sind gerade erst wieder hier zum Leben erweckt worden. Oh, oh, guck mal, ich schwitze richtig doll. Oh, Gate, ey. Oh, nimm mal Deo, echt. Weißt du, wie das stinkt? Nein, komm, atme tief ein. Warte mal. Dahin ist doch sicher was. Oh, wie er mir im Weg steht. Das ist unglaublich. Na okay, da kommt man nicht hin, also wird da wohl nichts sein. Ja, ich wollte da was Wasser, aber... Oh, hier ist doch ein Dorf, das macht Sinn. Oh, die... Nein, keinen töten. Bitte keinen töten. Das ist hier, glaube ich, imminent wichtig. Ich wollte nur mit dem reden. Ich wollte nur schon mal sagen, weil ich dazu angesetzt habe, sie umzubringen. Nehmt eure... Ja, gut. Ist dreckiger Zauberer, haben die gesagt. Ja. Ja, aber hier darf man keinen umbringen. Ich glaube, das ist... Ich meine, ach so. Oder? Sollen wir erhängt oder was? Ich fürchte. Nee, schlimmer, dann geht's nicht weiter. Dann sind wir hier für immer gefangen. Scheiße, oh, hier ist was für da mich. Da hast du Wiederbelebung. Yay! Das heißt, töte ich dich jetzt, weil du den Todesstab hast und ich heile? Oh, wer hat die denn hier angefackelt, bitte? Die arme Frau? Aber sie wird geheilt gleichzeitig. Ja, durch mich. Nur durch meinen Stab. Aber Piano verbrennt gerade, tut aber nichts. Deshalb. Die sind krank. Wir müssen die hier heilen. Deswegen, wenn wir sie jetzt töten... Ja, wie wär's, wenn wir die ganze Welt retten, sonst ist nämlich das Dorf auch. Ja, das kommt dann ja noch. Aber wenn wir sie heilen, dann helfen die uns. Ja. Haben wir irgendwas zum Heilen? Heilzauber. Es ist nicht so schwer, Gate. Es ist ganz einfach. Gehst hin und... Ja, aber haben wir nicht irgendeinen super Heilungszauber? Ja, haben wir. Und zwar den hier. Ja, Donnerkeil ist der beste. Ups. Ich kann endlich wieder tanzen. Yay, wir haben ihm geholfen. Ist das nicht schön? Der eine kann jetzt wieder tanzen. Und jetzt werden wir erhangen dafür. Oder er hängt sich einer selbst. Einer von den Mitbewohnern. Was? Ja, stimmt. Das war's. Ja, es war eine schwere Quest, oder? Aber ist mal was anderes, Leute, oder? Also ja, aber warum nicht ein Heilungszauber? Haben wir doch! Das stimmt toll, darin zu leben. Das Schloss ist schief. Ach so, ehrlich. Ah, aber guck mal, Paradox-Zeichen über dem Schloss. Das ist das Symbol von Paradox Interactive. Würden wir jetzt die Macher? Die ich eigentlich nicht mag, weil die haben eine scheiß DLC-Politik. Merke ich jetzt auch bei Crusader Kings 2, das ist ziemlich Arsch. Oh. Die meisten haben irgendwie eine scheiß... Ja, aber die sind richtig krass, weil da kosten die DLCs mehr als das Spiel. Also, wenn man sie alle haben will. Das ist schon heftig, finde ich. Oh, seht ihr das? Ist das nicht toll? Warte mal, ist hier noch irgendwas? Hier kann man doch was untersuchen. Das ist voll lila. Du wirst doch gleich sehen, warum. Ist das ein Buch? Das ist der König des Waldes. Ach so, das ist ein Elch. Oh ja, nimm mit. Angst. Cool. Wie macht man Angst? Und was bringt mir Angst? Ach so, das hatte ich doch in dem einen Stab, ne, im ersten. Ja, gut, dann... Ich denke, wir laufen alle weg. Ich bleib mal bei den Untoten. In den Bong? Und du bist aus der Zukunft, kannst nicht überall hin. Ja, pass auf, wirst du gleich sehen, warum. Weil er es ist. Pass einfach auf. Macht aber keinen Sinn, er hat uns ja auch begleitet. Ja, pass auf. Okay, jetzt passe ich extra nicht auf. Geht's wie ein kleines Kind. Wie ein kleines Kind. Das hat nichts mit Rebell zu tun. Das ist einfach wie ein kleines Kind. Cooles kleines Kind. Richtig coole Sau. Also so mit Schnuller und so. Oh mein Gott. Cool, da liegt ein Toter. Ach, eine Castlevania an. Der Typ mit der Peitsche, der einen Lederrock trägt. Ah ja. Dam, dam, dam.
Plot Twist. What the fuck? Nie oh, schnell hingesetzt. So viele Bugs. Nie bis brennt der Nöser ist so wieder. Nein. Nie necke und ihre Ermet helfen mir gehört. Nei, nie bis kratten und pekt abort mi sankre Slotto. Der Junge, du wo het blockt die Slotte i treskira. Ho! Dann blas. Jetzt weißt du, warum das Schloss schief ist. Weil es ist im Sumpf. Aber es rollt, das Glas rollt nicht weg, also. Es ist nicht so schief. Noch nicht. Ja, warte, und jetzt... gleichzeitig hat er uns geholfen. Ja, nee, er sollte uns helfen und jetzt will er uns töten. Das ist schön, oder? In der Vergangenheit. Ja, aber er ist doch runtergesprungen vom Flugzeug. Dann muss er da hingegangen sein jetzt. Vampiri. Okay. Nein, das war danach. Weiß ja gar nicht, in welcher Position wir sind. Ja. Das passiert doch gleichzeitig. Ah, der ist gegen Wasser immun gerade. Ah, ich will eigentlich heilen. Also heilen. Okay, er ist gegen Eis immun. Okay, stimmt. Wer ist dieses Stück? Okay, Feuer macht ihm aber nicht so wirklich viel Schaden. Gate, das war gut, was du gemacht hast. Erde. QRDSR. So. Scheiße. Oh, scheiße. Reblärenkläre. Warte, ich will bloß nicht euch treffen, deshalb. Ja, ich brenne sowieso aus irgendeinem Grund, aber das war wahrscheinlich er, weil er ein Arsch ist. Er hat kein Schild mehr, tötet ihn! Tötet die Sau! Einfach nur Erde auf ihn raufhauen. Ja, das ist eh mal das Beste eigentlich, aber... Du weißt, dass du mit Erde auch uns treffen kannst. Hab ihn! Ja, aber wenn du nur Erde machst, haust du eh nur einen Stein. Ich weiß, aber den kannst du auch auf uns hauen. Der prallt ab. Oh scheiße, der verbannt uns. Der verbannt uns gerade nach Niflheim. Oh nein. Hätten wir es doch ändern können. Ja, ne? Ha. Ihr denkt nicht viel dimensional. Warum ist er jetzt, warum hilft er uns jetzt doch wieder? Ist er nicht verwirrt, wenn er jetzt... Nein, er ist ja nicht verwirrt, er ist ja aus der Zukunft, der hier ist ja aus der Vergangenheit. Das heißt, er muss uns ja schon mal, er muss uns ja schon mal geschlagen haben, um uns jetzt dahin zu führen. Das macht schon Sinn, es ist nur dumm, dass er uns einfach nicht hilft. Das macht Sinn. Also zeitlich gesehen zumindest. Nicht von seiner Art, was er tut. Ich überlege jetzt gerade, wie es in der ersten Timeline war, da war er doch nie gegen uns. Ja, und? Der geht in dieser Story sowieso nicht mehr durch. Doch. Ja, aber warum? Er denkt doch jetzt, oh, ihr seid also nicht nur losgegangen, sondern habt mein Schloss... Das nennt man being arbitrary. Der ist halt willkürlich. Mein Gott, das ist nicht der erste Volltrottel, der so ist. Aber wundert ihn dann es nicht, dass wir jetzt plötzlich... Oh, da ist eine Kralle. Ich will die Kralle haben. Ich will die Kralle haben. Meine Kralle. Leva de Clara ni bada no hem... Null Portklamten, Missy Felle. Niflheim Boning öfter. Oh, Niflheim ist böse übrigens. Ja, war es nicht böse. Ja, das hier ist richtig Arsch, Leute. Das wird schwer. Kegel, ey, was hast du gemacht? Keiner bewegt sich, ist die beste Methode erstmal. Dann sage ich euch, was ihr hier machen müsst. Ich nehme erstmal meinen Handschuh. So, und lese vor. Natürlich. Dein Handschuh? Flats Handschuh. Verleiht dem Träger nahezu vampirische Kräfte. Passive Fähigkeit kehrt Lebensschaden um. Passive Fähigkeit Arkanimmunität. Aktive Fähigkeit stellt Leben wieder her, indem es dies dem Nächsten entzieht. Das ist schön. Ich entziehe euch Leben. Das finde ich gut. Wartet mal. Schlag mich mal. Das wäre schön. Nö, egal. Wir sollten stehen bleiben. Leute, wenn wir weitergehen... Warum ist mein Stab weg? Das ist für den Stab, na toll. Wenn wir weitergehen, kommen jetzt Viecher, die sind immer nur gegen eine Sache anfällig und alles andere heilt sie. Das heißt, passt gut auf. Warte mal, ich versuche mal eins anzulocken. Hallo. Guck mal, jetzt alles so schön neblig. Und wie kriegen wir das raus? Alles ausprobieren oder was? Ich weiß es nicht genau. Man müsste es an der Farbe erkennen, aber das... Naja, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so der Fall ist. Hallo, hier ist erstmal gar nichts. Das ist gut. Nix ist immer gut. Nix ist immer schön. Ich glaube, wir müssen irgendwie oben rechts lang oder so. Das steht da noch rum. Ja, lass ihn doch da stehen. Willst du ihn töten? Ich meine, geht das? Das wäre schön. Kann er wiederbeleben mit meinem... Oh. Der ist doch gar nicht tot. Er ist untot. Der ist hier kommen die Viecher. Da, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir direkt zwei am Hals. Scheiße. Okay. Probiert einfach was aus. Seht ihr, Eis ist schlecht.
Und die. Ah, Feuer ist gut, Feuer ist gut. Relativ gesehen. Blitz geht auch, Blitz geht auch, okay. Aber macht wenig Schaden, Feuer macht mehr. Wem? Da, Feuer macht gut Schaden, das ist schön. Oh, zu dritt können wir die wenigstens gut aufhalten, das ist eine sehr schöne Sache. Die Viecher machen nämlich einen immensen Schaden an uns. Und da ist der nächste. Und jetzt da weg. Wir können auch viel ab. Ah, oh oh. Kacke. Ah, die haben immer eine andere Farbe. Okay. Oh, Entschuldigung. Ja, ja. Der eine Heilung, der andere Farbe und einmal hier böse Energie. Ja. Ich weiß jetzt. Oh Gott, guck mal, wie viel Schaden die denen macht. 5. Und die sind alle der mir her. Ja, der eine ja nicht. Der eine. Ah ne, oder wird er mal geheilt von dem, was seine Klaue ist? Ja. Der rote wird durch Feuer geheilt. Ah, okay. Das heißt, wir machen einfach irgendwas. Ah! Guck mal, wie viel Schaden die machen. Alle drei nicht haben. Das war gut und ihr habt mich getötet, das ist schön. Würdet ihr mich wiederbeleben? Was auch immer ihr gerade getan habt, macht's weiter. Hilfe! Hilfe! Okay, ich bin nicht mehr der. Ich bin tot. Nein, ich werde von Heilung getötet! Verdammt! Alter! Verdammt, ich bin so Vampir, doof! Vampir, ne? Vampir, bist so clever. Verdammt! Ja, natürlich wird man von Heilung getötet. Ne, ich bin auch tot. Ich werde von Schaden geheilt, dammit. Scheiße, ich kann nicht stehen bleiben. Können sie nicht eineisen, das ist schon mal scheiße. Oh, toll. Okay, die Vampirklaue ist kacke. Die geht mir auf den Sack. Wo ist überhaupt mein Schwert? Würde mich nochmal einer holen? Ja. Okay. So, oh, wie machen wir das jetzt am besten? Wir müssen die irgendwie trennen. Oder einfach etwas nehmen, wo alle Schaden nehmen. Das heißt Eis. Geht nicht. Oder. Eis nehmen sie nicht alle Schaden von. Aber ich dachte, sie werden nur geheilt von dem, was. Ihre Klaue. Die werden sie auch geheilt. Bei Blitz werden sie geheilt. Ja, und bei Blitz und bei Eis wird der Lilane geheilt, habe ich eben gemerkt. Oh, oh. Die sind zu schnell! Das geht mir voll auf den Sack. Voll auf den Sack. Sie sind aber hinter mir her, also könnt ihr sie. Aber ist egal, wir können ja ruhig einen heilen, solange die anderen beiden dabei sterben. Ja, genau. Dann haut mal sie tot. Ich weiß noch nicht, wie. Ich glaube, das ist Cardio ein bisschen, ne? Ups, sorry. Ja, das war der falsche Zauber. Ach. Oh, scheiße. Ja, tschüss. Danke. Oh, kacke. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, Menno. Da bist du wieder. Oh, scheiße. Warum ist der jetzt in der Meer her? Jetzt habt ihr sie getrennt. Ja, mach mal fertig, Kegel. Mach mal fertig. Ich, ne? Ich lenk die Arme ab. Ja, danke, Kegel. Mach's gut. Warte mal, das ist doch Feuer. Genau, probier mal Wasser. Komm her. Nee. Hinter mir her. Wasser macht nicht wirklich viel Schaden. Oh, Mensch, obwohl doch, Wasser macht so viel Schaden. Alter. Ja, ich sag doch, die sind saustark. Wenn die uns treffen, sind wir ganz schön lieber. Aber Wasser macht so viel Schaden, guck doch. Ist nicht rot bei mir, ist grau. Ja, aber es macht 56. Hä? Wieso macht das denn dann? Oh, so viel. Ja, es ist sau viel. Ach, scheiße, nee, das war falsch. Okay, Eis. Aber ich dachte vielleicht Eis, also hier dieses. Ja, Alter. Das W und Kegel war nicht meine Schuld. Kuhn. Du lebst noch. Nee, oder? Ich kann ihn nicht holen, er lebt noch. Ja, ist er, er ist da. Ach, Kuh und R geht nicht. Ja. Kuh und R ist super Eis. Ja, super. Das ist aber nur so kleine Splitter, da kriegen wir die nie tot mit. Wir müssen irgendwas finden, was wirklich Schaden macht, verdammt. Warte mal, ich weiß was. Q, R und dann Strahl. Q, R, D, S, R, so. Damit können wir sie zumindest schon mal im Schach halten. Wir nehmen einfach die Armee der Untoten. Und bei Lilane mit Wasser. Mit Wasserstrahl. Das ist cool. Sehr gut. Macht doch Sinn. Es ist Elektrizität, der Typ. So, einen haben wir. So, den anderen, der sitzt fest. Den kriegen wir. Immer das Gegenteil nehmen, also. Ja, Eis bringt nichts gegen den. Was bei Feuer? Erde. Das Gegenteil von Heilung ist S, aber das bringt nichts. Das Gegenteil von. Das Gegenteil von Heilung ist S, also hier dieses Arkan. Ja, Arkan. Aber das hat bei ihm jetzt nicht weil so er untot ist. Alter! Was war das denn? Hab ich dich getötet? Es sieht wohl so aus. Aber D, hier, schon. Gegen Feuer hilft Erde. Mensch, natürlich. Wer wäre da nicht drauf gekommen? Feuer? Der Typ ist Feuer, ja, der ist rot. Das ist. Ich dachte. Ah, Hab ihn fast. Sieht für mich aus wie. Was anderes. Lila. Sorry, Kegel. Okay, dem schadet Erde auch, aber was, mal sehen, was Heilung. Ah, der ist zu schnell.
Ja. Das war super, Kegel. Das hat gut Schaden gemacht. Das hat richtig gut Schaden gemacht. Der weggeflogen, der Gegner ist auch weg, scheinbar. Der Gegner ist noch da. Kegel, was machst du? Und ich bin in der Eiswolke gefangen. Bin ich hier gerade komplett durcheinander. Ich war gerade irgendwie der Meinung, dass ich du bin, Kerl. Ja, hab ich auch gedacht. Kommt. Next. Oh, da ist er noch. Bringt Heilung jetzt was oder nicht? Ja, Heilung bringt's Ultra gegen den. Also doch das, was ihre Klaue... Nee, jetzt mach ich. Nein, was... Er ist untot gewesen, das war Gift. Wann müssen wir eigentlich einen Schnitt machen? Das war Gift. Ich hab keine Ahnung. Oh, okay, Leute, wir haben... Ja, wir müssen jetzt einen Schnitt machen. Passt ja super. Passt doch. Dann gucken wir mal, wie wir das nächste Mal in Niflheim hier weitermachen. Und bis zum nächsten Mal bei Magikarten. Tschö, Leute. Ciao.